Das heutige Geschehen an der Wall Street ist aus meiner Sicht nicht zu verstehen ohne den Verfall von Optionen, der heute ja stattfindet, der sogenannte kleine Verfall. Und es geht besonders beim US-Leitindex, dem wichtigsten Index der Welt und auch in den USA, geht es um eine bestimmte Marke, denn da liegt so unglaublich viel Interesse. Und dieses Interesse ist jetzt im Fokus und ich kann mir vorstellen, wie der heutige Handelstag enden wird. Mal sehen, ob es so passiert. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal die Dinge an. Und das ist der S&P 500. Und hier sehen wir Call-Volumen und Put-Volumen. Und das ist hier diese dicken Balken. Das ist die Marke von 4500 Punkten, in deren Nähe wir ja aktuell handeln. Und wir sehen, wir haben riesige Bestände an Calls. Wir haben auch relativ große Bestände, aber kleinere Bestände an Puts. Und was bedeutet das? Die Market Maker, also diejenigen, die die Optionen an den Mann gebracht haben, die ja faktisch gegen diese Kunden wetten, denen sie diese Optionen veräußert haben, die haben ein Interesse, dass eben bestimmte Dinge passieren, wenn zum Beispiel der S&P 500 dann zum Handelsschluss unter der 4500er Marke steht, dann würden diese Calls praktisch nicht funktionieren, wären wertlos. Das wäre super für die Market Maker, denn dann würden sie eben das Geld einstreichen, das die Kunden hier verlieren, die die Calls sich gekauft haben. Gibt auch Interesse bei Puts. Und jetzt bin ich gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Aber man sieht schon, wie das heute gezogen und gezerrt wird, wie eng die Handelsrange ist. Das sehen wir hier mal. Insgesamt sehen wir, dass die Dinge hier seit diesen CPI-Daten am Dienstag im Grunde jetzt seitwärts laufen. Sven Henrik zeigt hier diese Grafik Price Range since CPI. Also dieser massive Anstieg, seitdem geht es im Grunde seitwärts. Und das ist das Bild heute im S&P 500. Dieser tiefste Punkt ist knapp unter der 4500er Marke. Wir sind höher reingekommen, zunächst mal auf Future-Basis, dann booms, ging es erstmal nach unten. Und dann wackelt man um diese 4500er Marke. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, kann natürlich da falsch liegen, dass die Market Maker versuchen werden, diese 4500er Marke zu überbieten, weil es da am meisten Kohle einzustreichen gibt von den Calls, die dann praktisch verfallen wertlos. Und das wäre nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass das passiert. Und eins muss uns klar sein, diese Optionen werden immer wichtiger. Das ist die zentrale Mechanik wahrscheinlich derzeit an den Märkten. Was passiert ansonsten? Wir sehen die US-Indizes wenig verändert, mit Ausnahme des Small Cap Index, der gestern ja auf die Mütze gekriegt hatte nach vorher sehr starker Rallye. Heute wieder der beste Index mit plus 1,05%. Wir sehen Energie rechts steigt, weil der Ölpreis wieder steigt. Wir sehen die Dickfische, Amazon im Plus, Google dagegen deutlicher im Minus, Microsoft im Minus. Also ein ziemlich gemischtes Bild. Das Ganze, wie gesagt, wirkt sehr zäh, wenn man genau hinguckt. Aber wenn man versucht, die Mechaniken zu verstehen und die Interessen zu verstehen, dann hat es auch seinen Reiz. Dementsprechend hören wir, lesen wir S&P 500 Treads Water after seiner 2,7 Trillion Rally. Also der S&P 500 hat seit dem Tief am 27. Oktober mal eben 2,7 Billionen Dollar hinzugewonnen an Marktkapitalisierung. Davon kamen alleine 2 Billionen durch Nasdaq. Während er hier der Nasdaq 100, also die Dickfische, die hier praktisch, obwohl wir eine bessere, deutlich bessere Marktbreite haben, das Ganze wieder gezogen haben. Inzwischen sind 99% aller Hedgefonds in diesen Magnificent Seven investiert und wir sehen auch, dass jetzt eine sehr breite Beteiligung auch der Vermögensverwalter hier am Start ist. Also von wegen Cash an der Seitenlinie kann man jetzt nicht mehr sagen. 72% Investitionsgrad, das ist so hoch wie seit Sommer nicht mehr. Also die mussten rein, sind rein. Klar, die haben ein Problem, wenn dann diese Rallye kommt, dann zu sagen, wir waren nicht dabei. Sven Henrik zeigt hier, wir hatten ja diese Unterpositionierung lange Zeit, bärisches Sentiment noch Ende Oktober auf der anderen Seite und dann kommt diese Rallye und alle müssen mit. Jetzt haben wir auch einen Punkt zum Beispiel. Buybacks spielen natürlich eine Rolle.
CTA Short Covering spielt eine Rolle, also Short-Positionierungen, die hier der Fall waren, vor allem in Einzelaktien. Und die Bank Reserves sind gestiegen. Diese Bank Reserves steigen auch deshalb, weil die Reverse Repos nach unten gehen, das Volumen dieser Reverse Repos. Komplexe Zusammenhänge würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber diese Bank Reserves, was machen die? Die ermöglichen eben diesen Banken, die Reserve Balances bei der Fed zu erhöhen, nachdem die Renditen gefallen sind. Wir haben ja die 10-jährige Anleiherendite, ist ja gekommen von 5%, heute sogar unter die 4,4% Marke zwischenzeitlich gefallen. Das wiederum senkt natürlich Kapitalmarktzinsen oder diese sinkenden Kapitalmarktzinsen, die verlaxieren sozusagen die Lending Standards, also die Kreditvergabebedingungen werden dadurch auch laxer. Und jetzt können eben Institutionen sich hier Geld leihen aus diesen Bank Reserves und an den Märkten anlegen. Genau das ist passiert. This is Goldilocks, which will end rather soon. Und es könnte schon nächste Woche enden. Hier ein Analyst, der ein faszinierendes Interview gegeben hat, wie ich finde, der genau diesen Turn für Anfang November vorhergesagt hatte, aus verschiedenen Gründen, Unterpositionierung, Liquiditätsströme, Collaterals, die sozusagen jetzt wieder an den Start gebracht werden müssen im Hinblick auf das neue Jahr. Sehr komplex, super interessant, werde ich am Ende verlinken, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Man muss sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigen oder ein bisschen auskennen, um die Komplexität und Genialität dieser Aussagen zu verstehen. Und er sagt, dass wir jetzt natürlich tendenziell positiv in dieses oder zum Ende des Jahres grundsätzlich sein werden, erwartet aber jetzt auch ein Fenster der Schwäche, wie er sagt, zunächst mal nach dem Verfall. Aber dann vor allem eine interessante Aussage, was Anfang nächsten Jahres passieren wird. Und er sagt, also er erwartet jetzt nicht übergeordnet, dass der Markt jetzt komplett nach oben rausschießt. Dazu sind die fundamentalen Probleme zu groß. Eine davon ist Arbeitslosigkeit. Wir haben ja gesehen, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass wir schlechtere Arbeitsmarktdaten sehen. Und normalerweise finden Aktienmärkte dann ihr Tief, wenn wirklich die Arbeitslosigkeit sehr, sehr deutlich angestiegen ist, wir also in einer Rezession sind. Das wird wahrscheinlich diesmal auch so sein, könnte man vermuten. Und die Frage ist, was jetzt tun? Kurzfristig sagt jetzt Bank of America, die gestern noch gesagt haben, ja, diese Rallye könnte weitergehen, sagt heute, nehmt mal besser Gewinne mit über der 4.550er Marke. Okay, mal sehen, was sozusagen, ob diese Marke erreicht wird. Wichtig heute auch, oder was in den USA echt ein großes Thema ist, ist Elon Musk. Und der Vorwurf des Antisemitismus gegen ihn, nachdem er einen Tweet geteilt hat oder eine Aussage geteilt hat, die viele als antisemitisch verstehen. Ich bin mir da nicht so sicher und ich habe mich sehr viel und sehr lange mit Antisemitismus beschäftigt, unter anderem darüber das Buch geschrieben, Moderner Antisemitismus. Ich glaube, dass das nicht ganz okay ist, ihm hier Antisemitismus zu unterstellen, aber es ist zumindest ein bisschen fragwürdig, was Elon Musk da gesagt hat. Und jetzt gibt es schon einige, die seinen Rücktritt fordern. Und das sind teilweise durchaus einflussreiche und prominente Leute, die sagen, der Mann ist nicht mehr tragbar. Die Tesla-Aktie vorbörslich dann auch deswegen unter Druck. IBM hat jetzt die Werbung ausgesetzt auf X, also auf Twitter. Und hier ein Investor, der sagt, ja, ich verkaufe jetzt nicht, aber ich finde, das ist ein schwerer Schaden für die Marke Tesla. So sagt zum Beispiel Ross Gerber. Bekomme eine Flut an Nachrichten von Clients, die raus wollen aus Tesla oder nichts mehr zu tun haben wollen mit Elon Musk. Manche sagen sogar, ich verkaufe meinen Tesla. Was macht er mit der Marke von Tesla? Hier sehen wir mal, wie die Aktie reagiert hat. Zunächst im Minus, 3% im Minus, glaube ich, um dann wieder sich zu erholen. Jetzt mal something completely different, was ich aber sehr, sehr interessant finde. Diese Geschichten mit Israel, die strahlen aus. Wir haben es bei Elon Musk gesehen. Ich bekomme das auch zum Beispiel mit bei meinen Söhnen, wo sich Diskussionen um Israel und Palästina entspinnen. Viele, vor allem eher Linke, sind ja pro Palästina, sagen, das geht ja gar nicht, was die Israelis da machen. Jetzt sehen wir mal hier
eine Umfrage unter Palästinensern, und zwar aufgeteilt in die Westbank, also das Westjordanland, und in den Gazastreifen. Und da wird gefragt, naja, bist du für diese Aktionen, heißt du die gut, die am 7. Oktober passiert sind, also dieses Massaker, um es mal ganz klar, dieser Massenmord, der hier passiert ist, um es mal ganz klar zu formulieren. Und hier sagen insgesamt 59% der Befragten, ja, finde ich total gut, unterstütze ich total. Und interessanterweise deutlich mehr in der Westbank, nämlich 68%, während im Gazastreifen nur 46% das Ganze gut finden. Wahrscheinlich haben diese 46% auch viel mehr Erfahrung mit der Hamas, was das im Alltag bedeutet, von denen regiert zu werden. Ich unterstütze das so einigermaßen, sagen insgesamt 15%. Dagegen sind 5%, eher nicht dafür, eher dagegen. Ganz extrem dagegen sind 7%. Knapp über 1% haben nicht geantwortet. Also man kann schon sagen, dass die Mehrheit der Palästinenser, sicherlich nicht alle, aber die Mehrheit, ein größerer Teil, nämlich insgesamt 59%, das Ganze extrem gut findet. 15% immer noch sagen, boah, finde ich schon okay. Das macht natürlich die ganze Geschichte schwierig. In Israel zum Beispiel ist es jetzt so, laut neuesten Umfragen, dass Netanyahu die Wahl ganz, ganz klar verlieren würde gegen den Oppositionsführer Benny Gantz. Der würde jetzt mehr als doppelt so viele Sitze bekommen wie Netanyahu. Also Netanyahu ist in Israel extrem umstritten und dürfte on the long run keine politische Zukunft mehr haben. Zukunft ist auch die Frage hier Ukraine-Krieg, der ja ein bisschen durch diese Israel-Geschichte in den Hintergrund getreten ist. Hier neue Daten aus Russland, die nochmal zeigen, die Einnahmen sprudeln, die westlichen Ölsanktionen funktionieren nicht. Es ist ja so, dass Deutschland faktisch von der Türkei, von Indien, von anderen Ländern Öl kauft. Die Inder, die Türken wiederum kaufen es aus Russland. Man könnte das Öl praktisch durchaus prüfen, wo es herkommt. Öl hinterlässt einen geologischen Fingerabdruck sozusagen. Macht aber keiner, weil es nicht wirklich interessiert. Also die anderen machen sich als Zwischenhändler die Taschen voll. Wir zahlen viel höhere Preise, als wir müssten. Und so ist ein Spiel eben entstanden, das aus westlicher Sicht nicht funktioniert. Und jetzt sehen wir schon mal das Wall Street Journal, das sagt, es ist Zeit, das magische Denken über die Niederlage Russlands mal zu beenden. Das könnte bedeuten, dass wirklich hier auch ein Umschwung in den USA kommt. Biden will vielleicht dieses Thema vor der Wahl irgendwie abräumen. Das wird also noch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Kommen wir nach Europa. Hier sehen wir jetzt schon Wetten auf Zinssenkungen durch die EZB. Erstaunlich, dass der Euro sich so gut hält eigentlich, denn es werden jetzt 100 Basispunkte, also 1% eingepreist an Zinssenkungen durch die Märkte, durch die Swap-Märkte oder Money Markets. Nagel hat sich heute geäußert und gesagt, also Zinssenkung höchst unwahrscheinlich. Villeroy, der Franzose, hat gesagt, wir machen jetzt eine Zinspause, werden die Zinsen nicht weiter anheben, aber auch nicht senken. Die Märkte glauben es nicht, weil die Konjunktur eben in Europa, in der Eurozone so extrem schwach ist. Das sieht man hier etwa in Deutschland. Industrieproduktion, heute wieder schwache Daten. Ein klarer Weg nach unten, der schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen hat, das sollte man nicht vergessen, weil schon vor dem Ukraine-Krieg die Energiepreise sehr deutlich gestiegen sind, was politisch gewollt war, weil man die fossilen Energieträger verteuern wollte. Und jetzt hat die Bundesregierung ja dieses Problem mit diesem Sondervermögen, das für grüne Projekte vorgesehen war. Das wird jetzt nicht mehr laufen. Jetzt wird es ein Hauen und Stechen geben über das, was sozusagen jetzt bezahlt, eingespart wird und so fort. Das könnte eine schwere Krise der Bundesregierung nach sich ziehen oder ist sogar wahrscheinlich aus meiner Sicht. Und jetzt kommt noch ein anderes Sondervermögen in den Fokus von 200 Milliarden. Das könnte auch in Gefahr geraten, weil das Verfassungsgericht wahrscheinlich auf eine erneute Klage der CDU sagen könnte, das war auch nicht ganz koscher, was ihr da gemacht habt. Handwerklich ja sehr, sehr schwierig, was die Bundesregierung hier letztendlich veranstaltet, und Habeck warnt jetzt vor Industrieabwanderung. Man könnte also bösartig sagen, Robert Habeck warnt vor Robert Habecks Politik, denn die Energiepreise sind ja politisch gewollt gestiegen, vor allem die für fossile Energieträger, dementsprechend die Kosten für Verbraucher und Industrie eben deutlich nach oben gegangen. Und jetzt für diejenigen, die sagen, oh, also irgendwie läuft hier was falsch, die sollen am besten nicht auswandern, gerade wenn sie viel Einkommen erzielen und damit viel steuern.
Fast unbemerkt plant die Bundesregierung deutlich strengere Regeln für reiche Auswanderer. Besonders brisant, eine Änderung soll rückwirkend gelten können und dürfte einige böse überraschen. Also das ist noch das Allerschärfste, dass du rückwirkend dann noch irgendwelche Sachen praktisch versuchst hier zu implementieren. Also Dinge zu tun, die eigentlich aus meiner Sicht in einem demokratischen Rechtswesen nicht gehen. Man fühlt sich da schon ein bisschen erinnert an einen anderen Staat, der auch versucht hat, dass seine Bürger weglaufen, die irgendwie ein bisschen ambitionierter waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das ist schon eine sehr, sehr besondere Situation, auch für die EZB natürlich. Märkte wetten auf deutliche Senkung der Zinsen, weil die Wirtschaft so schwach ist. Aber die Märkte glauben der EZB nicht mehr. Das ist das Problem, das jetzt die Notenbanken haben. Lass sie reden, die können sagen, Inflation ist nicht besiegt, ist uns alles egal, wir machen unser Ding. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ja, was ist es dann genau? Oder worum geht es da genau? Bei diesem anderen Sondervermögen von 200 Milliarden Euro, dazu Experten, die sich äußern, was und wie da genau passieren könnte. Politisch sehr brisant für Deutschland. Und dann abschließend als dritte Empfehlung nochmal Cem Carson, dieses Interview, was ich vorhin versucht habe, ein bisschen anzuteasern, ihn wirklich sehr empfehle. Erstens, Sie müssten schon ein bisschen Englisch können, sonst wird das Ganze schwierig, aber es ist wirklich eine aus meiner Sicht herausragende Analyse von Geldströmen. Was passiert? Wie wird es passieren? Er hatte Mitte seiner Prognose absolut recht gehabt. Das ist als dritte Empfehlung, hänge ich Ihnen das mal mit dran und wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende mit diesen drei Empfehlungen. Servus, ciao.